Trainer. Trainer. Ne, Mondstern habe ich nicht. Ah, nein, Mondstern kriegst du nicht. Nicht mal Kiki. Ach, wie viele brauchen die noch? Warum bin ich immer im scheiß Intermenü, wenn ich ihn zu schnell einsetzen will? Okay. Aber Kappa, du Alter. Alter, was willst du denn damit? Wenn es jetzt Level 100 wäre, du wirst mich damit nicht besiegen. Kannst du 100 Teile Kabados haben, würde ich beide besiegen. Was sind denn hier? Das ist schon eine andere Angler. Oh, ein Relaxos, fange ich das mal, oder? Ein Pokémon-Pizza, sag ich ja bei der Pizza. Na, okay. Wir sehen uns dann gleich an der Stelle hier wieder. Oh, da sind wir wieder. Und ich hab ein Pokémon-Pizza, nein. Und ich versuche jetzt zu fangen. Was effektiv ist. Nein! Nein! Oh nö! Scheiße. Wir haben schon diese Orania City. Und dann geht's nach Lavandia. Oh, hat mich schon 10 Kappen aus. Muss schon von einmal. Und noch 100, machen wir alle hier 37. Und der erste Pokémon ist. Vergiftet, toll. Oh, sehr geil. Das ist natürlich jetzt echt geil. Das Item können wir uns selber nicht holen. Leider, leider. Ich kann natürlich nicht alle Pokémon fangen, die ich nicht fangen kann. Aber ich, so viele wie möglich werde ich mir noch holen. Auf den Modus. Naja. Ich werde nach der Pokémon-Liga noch Mewtwo's Höhle machen und dann werde ich das Let's Play beenden. Wenn es dann nichts mehr zu holen gibt. Was haben wir hier? Meine Pokémon wurden im Pokémon-Top zur letzten Ruhe gebeten. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Sternenschauer. Sternenschauer ist eine treffsichere Technik, die in verschiedenen Kämpfen von großem Nutzen sein kann. Ist klar. Was ist wohl mit der Rote?
Nee, noch nicht. Warte mal. Nee, hier sind keine mehr, aber... Heilen kann ich mich mal eben. Ich hab mich mal eben. Heilen dann. Jetzt in die Arena. Von Hosiania. Ach, geht. So. Hier nach... der Stadt hier. In die Arena. Und ich weiß, dass es eine Gift-Käfer-Arena ist. Deswegen... jucken mal nach oben. Ja, mal gucken. Ach nee, er macht Psycho-Attacken. Hat er gar nicht. Toll, dann weiß ich aber schon mal, wer es gegen Sabrina schwer haben wird. Naja. Ich mal erstmal alle. Jetzt mach ich erstmal alle Trainer hier. Ich hab gedacht, ich könnte die Arena schon machen. Oh, Alter, ich werd ja mal schon von den Trainern genommen, Alter. Ich hab ja schon Schwierigkeiten gegen die Trainer. Mal gucken. Will ich schon mal auf das Zimmer heimgehen. Was ich mir aber gleich noch kaufen werde, bevor ich in den Arena-Leiter kämpfe, ist Gegengift. Okay. Mach kein Gamma, kein Gift-Pokémon, verboten. Na gut. Ich jetzt Tauboss mal ganz nach oben setzen. Ein Hypno schon wieder. Wir haben dann wieder verwirrt. Komm, ich hatte schon mal. Mal gucken. Och man. Nochmal, nur noch ein Giftpfeil. Sprungkick vor der Arena ist gut. Ja. Ach ja, ich könnte ja natürlich ja mal. Okay, ich bin jetzt beim. Ich hab alle besiegt. Was hat mir denn? Hey, warte du, Champ, in die Arena von Fusiania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Konga sehen, aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Unsichtbar hier war nicht. Ja, ich werde hier auch Lurak holen.
ablegen. In den Pokémon-Markt noch. Hoffentlich finde ich ihn jetzt. Ach Gott, ey, ich bin so dumm, das hier zu finden. Boah, ich hätte jetzt schnell das hier, oder? Und wir gehen einfach mal. Ja, ja, ganz schön lieb uns. Ja, das ist ihn aber nicht. Ich hab mal 10 Stück. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Geld für die Pokémon-Liga. Jetzt. Jeder Mann, ich kenne jetzt hier noch einen. Und den dürfen wir noch nicht gekämpft haben. Hä? Na gut, haben wir auch schon. Na dann. Na okay. Wir setzen mal Glurak zuerst ein. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja Meister zum Kampf heraus, wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinem Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ja, verzweifel du mal lieber an meinen Attacken. Glurak hätte ich mir schon denken können, oh ja. Glurak ist ja auf jeden Fall eine gute Wahl. Auch wenn es die schwache Blutattacke immer noch ersetzt. Oh nö, nicht Toxin. Nicht, der hat jetzt hier 3 Blutzug und ein Omot. Alter. Ja, da. Ich schläfe mich ein. Sehr effektiv. Mach ich mal rein. Mach hier nochmal mal an. Der wird mich ja wohl nicht mit einem... Oh, du bist so ein... Ey, Alter, das kann nicht wahr sein. Komm, mach auf, Aquana. Er besiegt mich! So, jetzt... Omot. Also, ich nehme mal Glurak. Glurak ein. Oder Level 50. Kann ja was werden. Ja, gib mir auch noch Items, genau. Und, rettet ihr alles? Komm schon! Scheiße. Okay, ist sehr effektiv. Tomo ist mein letztes Pokémon. Ja, das ist nur doppelt hinein. Und, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das sind über 5 Orden.
Wir haben es ganz knapp geschafft. Also, ich muss definitiv noch ein bisschen trainieren. Der nächste Orden wird nicht so leicht sein. Nur da du den Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfen auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Oh man, 10 Jahre. Eine 400 Jahre alte Technik. Das ist eine 400 Jahre alte Technik. Okay, Toxin. Ich mach die Attacke nie da. Oh, die ist wirkungsvoll, naja. Wow. Ja, das war nicht ohne, ey. Okay, dann... Ja. Was jetzt? Ich würde mal sagen... Ja. Ja. Gehen wir von unten. Und surfen. Zur nächsten Stadt. Aber Sabrina ist wirklich stark. Und ich finde, dass sie erste siebte Orden sein sollte. Wir haben jetzt, müssen wir 5 Orden haben. Und wartet der 6. Orden. Und sie ist in der 7. und in Catania City ist in der 8. Und ich mache hier mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Gelb wieder. Bis dahin.